Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Das Thema möchte heute sein Heilwesen, also das Heilwesen und der immer mehr kommende hygienische Okkultismus, also eine Fähigkeit, die die Menschen mehr und mehr in ihrer okkulten, esoterischen Entwicklung gehen können und entwickeln können, die Fähigkeit des Heilens ihrer Mitmenschen. Also eine völlige Verwandlung des Heilwesens kann in Gegenwart und unmittelbarer Zukunft stattfinden. Wie in meinen vorhergehenden Arbeiten dargestellt, ist der Mensch ein Wesen aus physischem Leib, Seele und Geist, feiner gesagt aus physischen, materiellen Leib, aus Bilderkräfte, Leib, Ätherleib, Empfindungs- oder Astralleib und aus dem Geist, dem Ich. Und an dem Menschen wirken die höheren, guten, göttlichen Geister, die Engelhierarchien und schaffen am menschlichen Körper. Und der Mensch ist bei seiner Verkörperung hier auf Erden verbunden mit Widersachermächten, mit arimanischen und luziferischen Widersachermächten. Und diese bewirken, wenn sie unrechtmäßig auf dem menschlichen Leib wirken, die Krankheiten, die aber auch durch unsere seelischen und geistigen Verirrungen ausgelöst werden. Erst wir lassen es zu, dass diese Widersacherwesen in uns wirken oder unser Schicksal bewirkt es. Und das ist die Möglichkeit, hier wieder heilend einzugreifen. Das hier soll, ich bin kein ausgebildeter Mediziner, das soll auch keine unmittelbare und umfassende Kritik an dem naturwissenschaftlich-medizinischen System sein, das ja große, sehr gewaltige Erkenntnisse über den physischen Leib sich erworben hat, aber die an ein Ende kommt ihrer Möglichkeiten und das auch in tiefer arimanischer Verstrickung ist, so dass es immer mehr dem Irrtum verfällt und nicht mehr heilend wirkt, sondern für viele bereichernd an der Krankheit der anderen, das dann gar nichts mehr mit Heilwesen zu tun hat. Es soll auch natürlich keine Kritik sein an den vielen Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Menschen, die ehrlichen Herzens ihr Leben widmen als Menschen im Heilwesen, um Erkrankten zu helfen. Aber das heute soll sein ein erster Anfang einer Beschreibung dessen, was wahres seelisch-geistiges Heilwesen aus geisteswissenschaftlicher Sicht sein kann. Und dazu möchte ich beginnen mit der zweiten und dritten Tafel aus der Hochschule für Geisteswissenschaft, wie sie von Rudolf Steiner gegeben worden ist. Die zweite Tafel. Erkenne erst den ernsten Hüter, der vor des Geistes Landes Pforten steht, den Einlass deiner Sinnenkraft und deines Verstandes Macht verwehrend, weil du im Sinnesweben und im Gedankenbilden aus Raumes Wesenlosigkeit, aus Zeiten Truggewalten des eigenen Wesens Wahrheit dir kraftvoll erst erobern musst. Ein neues Heilwesen wird den Menschen in die Richtung führen, dass er Geisterkenntnis sich erringen muss, um aus dieser Geisterkenntnis heraus das wahre
Geschehen bei den kranken Menschen zu erkennen und auch die wahren Heilmethoden. Die dritte Tafel: Ich trat in diese Sinneswelt des Denkens Erbe mit mir führend. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod, er steht an des Weges Ende. Ich will des Christus Wesen fühlen. Es weckt in Stoffes Sterben Geistgeburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Weltenwerden. Und das sind die Dinge, die wesentlich sind für ein neues Heilwesen. Die Arbeit an der eigenen Erkenntnis, an der höheren Wahrnehmungsfähigkeit, um zu erkennen zu können, was den anderen Menschen, den Mitmenschen Not tut. Die Auseinandersetzung mit den Widersachermächten, die ihre Wirkung in unberechtigter Weise entfaltet haben und so ein Ungleichgewicht erzeugt haben im Menschen, und dem Hüter der Schwelle, der dies offenlegt in der Krankheit, und der Heilung durch den Heiland, das Christuswesen. Rudolf Steiner hat für seinen Kurs für die anthroposophischen Ärzte das auch in folgenden Wahrspruchwort zum Ausdruck gebracht: Es strömen an der Schwelle Sinnesdunkel und Geisteshelle zum Blendwerk ineinander. Dieses Blendwerks Abbild ist die Krankheit. In der Krankheit lebt der Hüter, Begegnung im Geist bewusst, Begegnung im Körper unbewusst. Der physische Mensch ist der Ausdruck des Zusammenklanges des Weltenwortes, der Engelhierarchien in ihrem schaffenden Wirken am Menschen. Der menschliche physische Leib wird durch das Wirken der höheren Glieder, Ätherleib, Astralleib und Ich, sowie dem Wirken der höheren Hierarchien der Engelwesen gebildet. Dieses Wirken des Weltenwortes erschafft den gesunden, heilen Menschen. Krankheit und Tod tritt durch das Wirken der Widersacherwesen und das daraus entstehende Karma auf. Es kann zu Krankheiten durch mechanische Einwirkungen wirkender Mitmenschen, Alterung oder körperliche Krankheit kommen. Krankheit bedeutet das Auftreten eines Ungleichgewichtes in dem menschlichen Organismus. Das Ungleichgewicht wird durch zu starke luziferische oder arimanische Wirkungen erzeugt. Zitat: Sehen Sie, der Mensch ist in seinem zeitlichen Leben zwischen Geburt und Tod so konstituiert, dass er die Kräfte in sich hat, die ihn fortwährend töten. Das sind die Kräfte, die ihn verfestigen, die wirksam sind, indem das Knochensystem entsteht und die in ihrem krankhaften sich ausbilden zur Sklerose, zur Gicht, zur Diabetes und so weiter führen können. Diese Kräfte hat der Mensch in sich, ich möchte sagen, als die Verfestigungskräfte. Das ist das eine Kräftesystem. Das andere Kräftesystem, das der Mensch in sich hat, ist dasjenige, was ihn fortwährend verjüngt. Es ist das Kräftesystem, das besonders zum Ausdruck kommt, wenn man in Pleuritis verfällt, in Fieberkrankheiten, in alles dasjenige, was den Menschen innerlich verbrennt. Ich habe in der anthroposophischen Weltanschauung die Verfestigungskräfte
arimanische Kräfte und die Kräfte, die ins Fieber führen, die also Wärmekräfte sind, die luziferischen Kräfte genannt. Beide Kräfte müssen im Menschen in fortwährendem Gleichgewicht gehalten werden. Zitat Ende. Die Krankheit kann dann geheilt werden, indem diese Ungleichgewichtswirkungen ausgeglichen und ein neuer Gleichgewichtszustand, Gesundheitszustand hergestellt wird. Der Mensch ist durch den Sündenfall in der lemurischen Zeit aus der reinen Verbindung mit den Göttern herausgekommen und in eine Verbindung mit den luziferischen und arimanischen Kräften geraten. Krankheit bedeutet, das Menschenwesen entspricht nicht dem Götterideal, dem menschenbildenden Weltenwort. Es ist etwas im menschlichen Organismus aus dem Gleichgewicht und die Krankheit versucht, der Ideal- und Gesundheitszustand wiederherzustellen. Das ist die Aufgabe der Krankheit, den gesunden Ausgleich des Ungleichgewichtes zwischen luziferischem und arimanischem Wirken. Bringt der Heiland. Das Christuswesen, die Christuskräfte, die in der Welt und im Menschen selbst müssen gefunden werden und ihre heilende Wirkung unterstützt werden. Zitat, weil der Mensch nach seinem eigenen, dem Irrtum unterworfenen Vorstellungen sich den Einflüssen der Außenwelt aussetzt, weil er nach Begierden und Leidenschaften lebte, welche er nicht nach höheren geistigen Einflüssen regeln ließ, trat die Möglichkeit der Krankheit auf. Eine besondere Wirkung des luziferischen Einflusses war aber diejenige, dass nunmehr der Mensch sein einzelnes Erdenleben nicht wie eine Fortsetzung des leibfreien Daseins fühlen konnte. Er nahm nunmehr solche Erdeneindrücke auf, welche durch das eingeimpfte astralische Element erlebt werden konnten und welche mit den Kräften sich verbanden, welche den physischen Leib zerstören. Das empfand der Mensch als Absterben seines Erdenlebens. Und der durch die menschliche Natur selbst bewirkte Tod trat dadurch auf. Damit ist auf ein bedeutsames Geheimnis in der Menschennatur gedeutet, auf den Zusammenhang des menschlichen Astralleibes mit den Krankheiten und dem Tode. Ein vom Widersacher unbeeinflusster Astrale bringt die Bilder der Sternenwelt von den höchsten geistigen Wesen, die in dieser Sternenwelt ihre Wirkstätte haben, in den menschlichen Ätherleib. Zitat, die physische Stofflichkeit erfährt eine Weiterbildung ihres Wesens, indem sie zum Weben und Leben im Ätherischen übergeht. Und Leben hängt davon ab, dass der organische Körper dem Wesen des Irdischen entrissen und vom außerirdischen Weltall herein aufgebaut wird. Zitat Ende. Der Ätherleib, der Astralleib und die Ich-Organisation bauen sich am menschlichen Organismus die Organe auf, die ihrer eigenen Organisation entsprechen. Also aus dem Ich, aus dem Geistigen, dieses wirkt hinein die Ideen in den Astralleib. Der Astralleib bildet die Bilder, die dann die Vorbilder sind für das Arbeiten des Ätherleibs, und dieser gestaltet hinein in die physischen Stoff den Menschenleib. Der Ätherleib wirkt am physischen Leib, der Astralleib am Ätherleib und physischen Leib. Die Ich-Organisation, also der Geist, das göttliche Urgrund des Geistes des Menschen, am Astralleib, Ätherleib und physischen Leib. Zu Bewusstsein kommt der Mensch nicht durch diese aufbauende Tätigkeit, sondern durch eine danach einsetzende
Einsetzendes, Abbauendes. Erst da, wo der menschliche physische Leib abbauen beginnt, beginnt die Fähigkeit zu Bewusstsein. Zitat, das bewusste Denken geschieht nicht in Vorgängen des Gestaltens, also im Tun und Wachstums, sondern in solchen der Entgestaltung und des Welkens, Absterbens, die fortdauernde dem ätherischen Geschehen eingegliedert sind. Zitat Ende. Der astrale Leib baut sich seine Organe auf, er baut sie wieder ab, indem er die Gefühlstätigkeit im Bewusstsein der Seele entfalten lässt. Das Ich baut sich seine Ich-Organisation auf. Es baut sie wieder ab, indem die Willenstätigkeit im Selbstbewusstheit wirksam wird. Die drei höheren menschlichen Leibesglieder sind bildend und aufbauend an dem jeweils unteren Leibesgliedern tätig. Die Tätigkeit des Ätherleibes begrenzt sich zwischen dem physischen Leib, dem Astralleib, wie sich dessen aufbauende Tätigkeit wieder zwischen Ätherleib und Ich-Organisation begrenzt. Dort, wo die jeweilige Aufbautätigkeit endet und Abbautätigkeit einsetzt, kann Denken, Fühlen und Wollen wirksam werden. Also wir haben durch die abbauende Tätigkeit des physischen Leibes das Denken, durch die abbauende Tätigkeit des Ätherleibes das Fühlen und das Wollen im Ich. Menschliches Leben entsteht durch das Hereinwirken höherer Welten, durch die höheren Leibesglieder. Gesundheit ist vorhanden, solange das Gleichgewicht zwischen den Leibesgliedern nicht gestört ist und die Aufbau- und Abbauprozesse dem Lebensalter entsprechend sind. Zitat, der Mensch ist, was er ist, durch Leib, Ätherleib, Seele, Astralleib und Ich, Geist. Er muss als Gesunder aus diesen Gliedern heraus angeschaut. Er muss als Kranker in dem gestörten Gleichgewicht dieser Glieder wahrgenommen werden. Es müssen zu seiner Gesundheit Heilmittel gefunden werden, die das gestörte Gleichgewicht wiederherstellen. Zitat aus der wahren Menschenerkenntnis als Grundlage medizinischer Kunst. Zitat Ende. Richtig gefundene Heilmittel können dann hemmend oder stärkend auf die Tätigkeit von Ätherleib, Astralleib oder Ich-Organisation wirken, um mitzuhelfen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. An Heilmittel wird man nur denken können, wenn man ein Wissen darüber entwickelt, wie ein Erdenstoff oder Erdenvorgang zum Ätherischen, zum Astralen, zum Ich sich verhält. Zitat Ende. Die Stoffe des physischen Leibes werden vom Ätherleib erfasst und auf eine höhere Stufe emporgehoben, also eine höhere Organisationsstufe, in ein lebendiges verwandelt. Der physische Leib kann allein durch seine Tätigkeit nicht auf der lebendigen Stufe gelangen und kann bei Krankheiten auch nicht zur Heilung beitragen. Dies kann nur über den Ätherleib geschehen. Zitat, damit wird aber die Gesundheit als der Zustand erkannt, der im ätherischen Organismus seinen Ursprung hat. Heilen muss daher in einer Behandlung des ätherischen Organismus bestehen. Wir sehen, dass das genau dieser Entwicklungsschritt der Menschheit ist, nicht mehr nur zu betrachten, die Auswirkungen der Krankheit an den physischen Körper und diesen versuchen zu reparieren, ohne die Ursache zu suchen, die ihm eine Stufe höher liegt, im Ätherleib, im Bildekräfteleib. Bei der Gesundheit darf es kein Hereinwirken von Naturvorgängen in den menschlichen Organismus geben. Die Tätigkeit des Ätherleibes liegt in der Überwindung der Naturvorgänge. Der Ätherleib ist es, der die physische Materie eben um eine Qualitätsstufe hinaufhebt. Und sobald wir mit Naturkräften versuchen, herumzudoktern,
am physischen Leib behindern wir diesen Gesundungsprozess. Im Idealfall haben wir Glück und helfen mit beim Gesundungsprozess, aber es ist eine Behinderung der Tätigkeit des Ätherleibes, wenn man die Naturvorgänge verstärkt. Hervorgerufen wird das Kranksein aber durch die den Ätherleib gestaltenden höheren Glieder. Wenn Astralleib und Ich-Organisation in einer von Widersacherwirkungen beeinflussten Art zu stark in die unteren Leibesglieder einwirken. Zitat, wenn die Wirkungsweise der höheren Glieder in Unregelmäßigkeit verfällt. Man muss in den Wesen des Krankseins eine intensive Verbindung des astralischen Leibes oder der Ich-Organisation mit dem physischen Organismus sehen. Zitat Ende. Wir es hier also mit einem Ungleichgewicht zu tun haben, das eine gesunde Tätigkeit des Ätherleibes behindert. Ein Ungleichgewicht in den höheren Wesensgliedern. Die Tätigkeit des Ätherleibes besteht darin, die Stoffe des physischen Leibes aus dem Wirkungsbereich der Erdenkräfte herauszuheben. Zitat, es ist ein solcher Stoff, wie ihn die Chemie betrachtet, nur als ein Bestandteil des Erdenkörpers. Kommt er zum Leben, so muss er aufhören, ein bloßer Erdenteil zu sein. Er tritt aus der Gemeinschaft mit der Erde heraus. Er wird eingezogen in die Kräfte, die vom Außerirdischen nach der Erde von allen Seiten einstrahlen. Es gibt in der heutigen Esoterik vielmals den Ausdrücke für die Höherentwicklung wie feinstofflicher werden, höher gehoben sein. Das sind Ausdrücke, die das vielleicht schön beschreiben können. Also der physische Leib wird höher gehoben in seiner Qualität. Der Ätherleib erfasst die Substanzen des physischen Leibes und verwandelt sie in lebendige pflanzliche Substanzen und zersetzt sie dann auch wieder. Zitat, das ergibt einen Substanzstrom. Lebloses wandelt sich in Lebendiges, Lebendes und wandelt sich dann auch wieder in Lebloses. Zitat Ende. Dadurch entsteht die Pflanze. Beim Tier wird ein Teil dieses Substanzstromes aufgehalten, nicht in fertige pflanzliche Substanzen umgewandelt, sondern vom Astralleib verwandelt und zu tierischen empfindender Substanz emporgehoben. Zitat, und die empfindende tierische Substanz ist ein Ergebnis dieses gestalteten astralischen Leibes. Beim Menschen wird dieser Substanzstrom wieder aufgehalten, dann von der Ich-Organisation erfasst und zur menschlichen Organisation gehoben. Zitat, es entsteht ein dreifacher Substanzstrom. In diesem entsteht die menschliche innere und äußere Gestalt. Dadurch wird sie zum Träger des selbstbewussten Geisteslebens. Bis in die kleinsten Teile seiner Substanz hinein ist der Mensch in seiner Gestaltung ein Ergebnis der Ich-Organisation. Ist der Mensch erkrankt, so befinden sich die Wirkungen seiner Leibesglieder in einem Ungleichgewicht. Astralleib und Ich wirken in einer von den guten Göttern nicht gewollten Art auf Ätherleib und physischen Leib. Diese krankheitserregenden Kräfte finden auch eine Entsprechung in den Pflanzen und Mineralien der Erde. Kräfte, die von einer geisteswissenschaftlichen Medizin gefunden werden müssen, um sie zur Unterstützung des Heilungsprozesses anwenden zu können. Und wir kennen das heute schon, wie viele Menschen mit den feinen, höheren Wahrnehmungssinnen und Verbundenheit mit der Natur, einem Zauber, hexenartigen Wissen und Können, in der Natur Heilkräuter finden können, heilende Stoffe, heilende Pflanzen, die zu jeweiligen Krankheitsbildern das Heilende bringen. Zitat, die Erkenntnis der Heilmittelwirkungen beruht auf dem Durchschauen der in der außermenschlichen Welt vorhandenen Kraftentwicklungen.
Denn um einen Heilvorgang zu veranlassen, muss man Substanzen in dem Organismus einführen, die in diesem sich so ausbreiten, dass der Krankheitsvorgang allmählich in einen normalen übergeht. Und hier sehen wir auch einen der Ansatzpunkte des heutigen arimanischen medizinisch-pharmazeutischen Komplexes, der versucht, das Heilwesen, das auf Zauber- und Hexenkünste, auf Heilkräuterwissen beruht, auf Heilpraktikerwissen beruht, zu behindern oder sogar so weit gehen möchte, es zu verbieten, weil es weiß, mit welcher hohen Fähigkeiten das gegeben ist, um Menschen heilen zu können. Krankheit bedeutet einen Vorgang im Organismus, der nicht mit seiner Tätigkeit zusammenstimmt. Ein Vorgang, der von außen angeregt ist. Das Heilmittel bringt äußere Vorgänge in den Organismus, die den auch von außen angeregten Krankheitsvorgängen entgegenwirken. Es dazu eine Kenntnis der Wirkung von Krankheitsvorgängen und der Heilmittel im Organismus notwendig hat. Heilmittelerkenntnis ist daher, Zitat, die Wirkung zu beobachten, die sich aus dem Zusammenhange der inneren Kräfte, Konstitutionen einer Substanz im Verhältnis zu den Kräften ergeben, die von der Erde ausstrahlen oder in sie einstrahlen. Also was in dieser zukünftigen, wunderbaren Heilmethode seine Grundlage findet, ist die höhere Erkenntnis, diese Kräfteströme des Kräfteleibes, des zweiten Adams sehen zu können, die Ätherströme, das Astrale, den astralen Leib sehen zu können und in der Natur betrachten zu können, diese Strömungen, um deren Zusammenhang mit Gesundheits- und Krankheitsbildern im Menschen zu erkennen und so die richtigen Heilmethoden zu finden. Es ist die Verantwortung einer geisteswissenschaftlichen anthroposophischen Medizin, die brauchbaren Errungenschaften einer heute allgemeinen materialistischen Medizin, einer arimanischen Medizin und ihrem pharmazeutischen Komplex zusammenzuführen und beständig wieder zu forschen an einer gültigen, wahren Menschenerkenntnis zur Erweiterung der Heilkunst, zu erforschen, wie das Geistige und Seelische über das Ich, den Astralleib und Ätherleib in den physischen Leib wirken. Zitat, das Rückenmarksnervensystem mit allen seinen Verzweigungen ist dasjenige, in welches die astralische Organisation vorzüglich eingreift. Es ist daher der Träger dessen, was im Menschen seelisch ist, die Reflexvorgänge, nicht aber dessen, was im Ich, in dem selbstbewussten Geiste vorgeht. Die eigentlichen Gehirnnerven sind diejenigen, die der Ich-Organisation unterliegen. Bei ihnen treten die Tätigkeiten der ätherischen und astralischen Organisation zurück. Zitat Ende. In welchen Substanzen, welche Kräfte für welche Auf- und Abbauprozesse eingreifen? Zitat, es gibt in den Nerven zweierlei Vorgänge. Das Zerfallen der Eiweißsubstanz, das Durchströmen dieser zerfallenden Substanz mit Äthersubstanz, die zu ihrer Strömung durch Säuren, Salze, Phosphoriges und Schwefeliges angefacht wird. Das Gleichgewicht zwischen den beiden Vorgängen vermitteln die Fette und das Wasser. Dem Wesen nach angesehen sind diese fortdauernde, den Organismus durchsetzende Krankheitsprozesse. Sie müssen durch ebenso fortwirkende Heilungsprozesse ausgeglichen werden. Zitat Ende. In welchen Teilen des Physischen welche Prozesse sich ausdrücken? Man hat es zu tun mit zwei Kräftesystemen. Das eine mit seinem Ursprung in den Nervenvorgängen, das andere in der Blutbildung. In den Nervenvorgängen entwickeln sich krankmachende Vorgänge, die bis zu dem Grade gehen, dass die von den ihnen entgegenwirkenden Blutvorgängen fortdauernd geheilt werden können.
im menschlichen Blute ist als Substanz der Kohlenstoff, das in enger Beziehung steht zum Geistigen des Menschen zu seinem Ich. Zitat: Blut ist ein ganz besonderer Saft. Das Herz als der Ort der Ätherisierung des Blutes, wo sich der Stoff des Blutes sich auflöst zur ätherischen Substanz, zu moralisch-ästhetischen Impulse in uns einströmen können. Der Mensch hat sein Herz, das diese Verbundenheit mit dem Christusimpuls erreichen kann, und dann strömen moralische Intuition, moralisch-ästhetische Impulse in uns ein. In der Ätherisierung des Blutes wirkt das Ich. Zitat: Das Blut ist ebenso ein Ausdruck des individualisierten Ätherleibes wie das Gehirn und Rückenmark ein Ausdruck des individualisierten Astralleibes. Und durch diese Individualisierung kommt das zustande, was sich in dem Ich auslebt. Zitat Ende. Durch das Blut kann der Geist in den Menschen wirken und den menschlichen Leib aufbauen. Zitat: Das Blut nimmt die durch das Gehirn verinnerlichten Bilder der Außenwelt auf, gestaltet sie zu lebendigen Bildungskräften um und bildet durch sie den jetzigen Menschenleib aus. Das Blut ist so der Stoff, der den menschlichen Leib aufbaut. Das Blut hat in seiner Plasmasubstanz und in den Faserstoff diejenigen Kräfte, die dem Wachstum und dem Stoffwechsel im engeren Sinn dienen, in dem, was als Eisengehalt bei der Untersuchung der roten Blutkörperchen erscheint, liegen die Ursprünge der heilenden Blutwirkung. Das Eiweiß ist diejenige Substanz des lebendigen Körpers, die von seinen Bildekräften denn in der mannigfaltigsten Art umgewandelt werden kann, so dass, was sich aus den geformten, gestalteten Eiweißsubstanz ergibt, in den Formen der Organe und des ganzen Organismus erscheint. Sagt dazu Rudolf Steiner: Das Leben heißt Wesen, aus etwas unbewegtem, unselbstständigen Totem ein bewegtes, in sich selbst zur Veränderung fähiges zu werden. Zitat: Im Tun liegt das Wesen des Organismus, nicht in seinen Substanzen. Die Organisation ist nicht ein Stoffzusammenhang, sondern eine Tätigkeit. Der Stoff trägt den Anreiz zur Tätigkeit in sich. Hat er diesen Anreiz verloren, so hat er für die Organisation keine weitere Bedeutung. Zitat Ende. So muss Gesundheit und Heilung in der Kräftewirkung gefunden werden. Also in diesen Kräfteströmungen im menschlichen Leib. Es kann nicht in toten Substanzen gesucht werden. Erst die heilende Wirkung von Kräften, die den Kräften der Krankheit entgegenwirken, ist der Erkenntnis von dem, was heil ist, was der gesunde Organismus ist und was ihm zum Gesundsein fehlt, ist die Erkenntnis von der richtigen Medizin. Eine Erkenntnis des Lebens und der Menschheitsentwicklung, von Luftseelenprozess und Lichtseelenprozess, von Wachen und Schlafen, von dem Auf- und Abbauprozessen, ihren Urgründen und Sinnhaftigkeiten. Zitat: Die Ich-Organisation braucht diesen Übergang der organischen Substanz in den leblosen Zustand, aber sie braucht eben den Vorgang des Übergangs, nicht was dann durch den Übergang entsteht. Zitat Ende. Der Mensch ist keine chemisch-biologische Maschine, die Gefühle und Gedanken hervorbringt. Sie ist ein Wesen aus physischem Körper, aus Seele und Geist. Zitat: Das Leben besteht im Grunde genommen in dem Gleichgewichtssuchen zwischen dem nüchternen, trockenen, philiströsen und dem schwärmerisch-fantastischen. Seelisch gesund sind wir, wenn wir das Gleichgewicht finden
zwischen dem schwärmerisch-fantastischen und dem trocken-philiströsen. Körperlich gesund sind wir, wenn wir im Gleichgewichte leben können zwischen dem Fieber und der Sklerose, der Verknöcherung. Und das kann auf unendlich viele Weise geschehen. Darin kann die Individualität leben, sagt Rudolf Steiner. Ein Verständnis für die Geisteswissenschaft anthroposophische Medizin kann gefunden werden im Hinblick auf das, was in früheren Zeiten im alten Ägypten war, der Tempelschlaf. Es ist etwas, das für den heutigen Menschen in seinem wesentlich verfestigteren physischen Leib so nicht mehr in Frage kommen kann. Aber die Wirkung der Heilung durch geistige Kräfte und das Erlangen vergangener Zustände eines heilen Menschenleibes kann daran betrachtet werden und vermittelt Verständnis für die Heilwege geisteswissenschaftlicher Medizin. Und Rudolf Steiner sagt dazu, nun müssen wir mit einigen Strichen uns einmal das Wesen des Tempelschlafes, der zu den Heilmitteln der ägyptischen Priester gehörte, vor die Seele stellen. Derjenige, der in irgendeiner Weise an seiner Gesundheit Schaden gelitten hatte, wurde der Betreffende in den meisten Fällen in den Tempel gebracht und dort in eine Art Schlaf versetzt. Es war das aber kein gewöhnlicher Schlaf, sondern eine Art von Somnambulenschlaf, der so gesteigert war, dass der Betreffende fähig wurde, nicht nur chaotische Träume zu haben, sondern regelrechte Gesichter zu sehen. Da stand vor dem im Tempelschlaf liegenden Kranken die Gestalt der Gebärerin, ihresgleichen ohne die Befruchtung durch ihresgleichen. Da stand vor ihm die hervorbringende Frau, die Frau mit dem Kinde, die da jungfräulich ist, die Göttin, die in jener lemurischen Zeit eine Genossin der Menschen war und die mittlerweile den Anblick der Menschheit entschwunden ist. Die nannte man die heilige Isis im alten Ägypten. Die Menschheit konnte diese Isis normalerweise nur damals sehen, als der Tod noch nicht eingezogen war. Da waren die Menschen im normalen Bewusstseinszustand Genossen solcher Gestalten, die sie umschwebten und die ihresgleichen auf jungfräuliche Art hervorbrachten. Und als die Isis nicht mehr die sichtbare Genossin der Menschheit war, als sie in dem Kreis der Götter entrückt wurde, da interessierte sie sich immer noch aus der geistigen Welt heraus für die Gesundheit der Menschen, so sagten die Priester. Und wenn man den Menschen in abnormer Weise, wie im Tempelschlaf, zu einer Anschauung jener alten Gestalten, jenes heiligen Isis-Bildes brachte, dann wirkte die Göttin immer noch gesundend. Denn sie ist das Prinzip im Menschen, das da war, bevor die sterbliche Hülle des Menschen den Menschen umgab. Ihren Schleier hat kein Sterblicher gehoben, denn sie ist die Gestalt, die da war, als der Tod überhaupt noch nicht in die Welt gekommen war. Sie ist das im Ewigen Wurzelnde. Sie ist die große heilende Wesenheit, die die Menschheit wieder erringen wird, wenn sie sich aufs Neue vertiefen wird in die spirituelle Weisheit. Sagt Rudolf Steiner dazu in diesem wunderbaren Bild des Gesundungswesens der Göttin Isis und die Fähigkeit des zukünftigen Menschen, sich mehr und mehr zu verbinden mit dem Bilde, mit dem Wesen, mit der Wesenheit dieser Göttin, und das kann dann heilend wirken auf uns Menschen. Und die Menschheit wird in Zukunft neue esoterische, geistige, okkulte Fähigkeiten entwickeln. Es wird eine Fähigkeit sich entwickeln, mehr in den westlichen Menschen, mehr in eine andere in den östlichen Menschen und eine Fähigkeit in den mittleren Menschen, in den europäisch-mitteleuropäischen Menschen. Und diese Fähigkeit in diesen mitteleuropäischen Menschen ist der hygienische Okkultismus.
Und ich möchte hier länger zitieren Rudolf Steiner, was Rudolf Steiner zu diesem hygienischen Okkultismus, also der Fähigkeit des Menschen sagt, aus seinen geistigen Kräften heraus heilend auf seine Mitmenschen wirken zu können. Und wir haben ja immer wieder schon das Auftreten von Menschen, die wirkliche heilende Kräfte haben. Denn der Mensch lebt ja mit allen Menschen gemeinsam bei seiner Inkarnation auf Erden, auf diesem Erdenplanet, und wir sind alle Teil einer Gedankensphäre, die ja auch das Gleichgewicht schaffen kann. Also unsere Gedanken, unsere starken spirituellen Meditationen können heilend wirken. Und Rudolf Steiner sagt dazu, diese hygienischen, okkulten Fähigkeiten sind auf dem guten Wege und wird verhältnismäßig nicht lange auf sich warten lassen. Diese Fähigkeit wird einfach durch die Einsicht reifen, dass das menschliche Leben, in dem es von der Geburt bis zum Tode verläuft, nach einem Prozess verläuft, der ganz identisch ist mit einem Krankheitsprozess. Krankheitsprozesse sind nämlich nur spezielle und radikale Umbildungen des ganz gewöhnlichen, normalen Lebensprozesses, der zwischen Geburt und Tod verläuft. Nur dass wir in uns nicht nur die krankmachenden Kräfte tragen, sondern auch die gesundmachenden Kräfte. Und diese gesundmachenden Kräfte, das weiß jeder Okkultist, sind ganz genau dieselben wie diejenigen, welche man dann anwendet, wenn man sich okkulten Fähigkeiten erwirbt, indem man diese Kräfte in Erkenntnis umwandelt, die dem menschlichen Organismus innewohnende Heilkraft in Erkenntnis umgewandelt, gibt eben okkulte Erkenntnisse. Es weiß nun wiederum jeder Wissende in den westlichen Zirkeln, dass in Zukunft die materialistische Medizin keinen Boden haben wird. Denn in dem Augenblicke, wo sich die hygienisch-okkulten Fähigkeiten entwickeln, wird man nicht eine äußere materielle Medizin brauchen, sondern es wird die Möglichkeit da sein, jene Krankheiten, die nicht durch karmische Ursachen entstehen und deshalb unbeeinflussbar sind, auf psychischen Wege prophylaktisch zu behandeln, zu verhüten. Es wird sich alles in dieser Beziehung ändern. Das erscheint heute noch wie eine bloße Fantasie, aber das ist etwas, was sogar sehr bald kommen wird. Für die hygienisch-okkulten Fähigkeiten sind besonders veranlagt die Menschen der Mittelländer. Der hygienische Okkultismus, er wird sich vorzugsweise in den Mittelländern entwickeln. Der eugenetische, also eine zweite Art der okkulten Fähigkeiten in den Ostländern, aber eine Kommunikation zwischen den Menschen wird stattfinden müssen. Das ist etwas, was in die sozialen Impulse der Zukunft aufgenommen werden muss. Das ist etwas, was notwendig macht, dass die Menschen einsehen, sie können über die ganze Erde hin in der Zukunft nur noch als Gesamtmenschheit leben. Zitat von Rudolf Steiner vom 1. Dezember 1918. Und aus Vorträgen Rudolf Steiners für Ärzte, die aus der Geisteswissenschaft mehr heilend wirken wollten und wollen und die gängige Medizin erweitern um die geisteswissenschaftliche Medizin, möchte ich hier noch einiges sprechen. Und hier zitiere ich Rudolf Steiner, wie er versucht, den anthroposophischen Ärzten die Fähigkeit des Heilens auch insofern zu verstärken, indem er gibt die Möglichkeit des Meditierens, der Wirkungen der geistigen und seelischen Welt auf den Menschen und der Wirkungen des geistig-seelischen im Menschen. Zitat, seht ihr, durch solche Betrachtungen kommt ihr zu denjenigen Eigenschaften einer Substanz, die man für die Therapie braucht. Aber ihr kommt nur dazu, wenn ihr ernst nehmen wollt, nicht als äußeres Wort,
sondern als fortwährend innere Aufforderung der Seele. Schau in deiner Seele leuchte Kraft, fühl in deinem Körper schwere Macht. Das muss aber wirklich Übung werden. Ihr müsst üben können, wie wenn eure Seele etwas werden würde, was wirklich strömend in die Weite ist, strömendes Licht, Leuchtkraft. Und wie wenn euer Körper etwas werden könnte, was durch seine eigene innere schwere Sehnsucht sich mit dem Inneren der Erde verbindet. Diesen ungeheuren Gegensatz müsst ihr wirklich innerlich erleben. Dann trennt ihr Seele und Leib, Seele und Körper, die getrennt werden müssen. Dann geht es weiter. In der Leuchte Kraft strahlet Geistes-Ich. Nur so werdet ihr das Ganze verstehen, denn das menschliche Ich geht als inneres Erlebnis in der Seele auf. Daher müsst ihr auch das Bild verstehen, das in das Weltall hinausstrahlenden Seele, hinausleuchtende Seele strahlig das Ich erwächst. Das andere ist nun dasjenige, was ihr hinzufügen müsst. In der schwere Macht kraftet Gottes Geist. Wahrhaftig, nicht bloß als von einem trivialen Bild, meine lieben Freunde, sondern als von etwas, was tief in der Wahrheit entspricht, haben die Menschen früherer Zeiten immer dazu gesprochen, dass der Mensch, der menschliche Körper, ein Tempel der Gottheit ist. Und zwar so wahr, als in der Seele das Ich das Herrschende ist, wenn die Seele bewusst ist, so wahr ist im Körper die Gottheit herrschend. Ihr dürft nicht euren Körper als das Eurige ansprechen, denn der Körper ist nicht des Menschen, der Körper ist Gottes. Es ist schon so, aus den göttlichen Kräften heraus erwächst des Menschen Körper, aber sein ist nur die darin befindliche Seele, so dass ihr wirklich sehen müsst in eurem körperlichen Werkzeugen Gottes Tempel. Und das ist von ungeheurer Wichtigkeit zu wissen. In der Leuchte Kraft der Seele strahlet Geistes Ich, in der schwere Macht kraftet Gottes Geist. Kraftet in dem menschlichen Körper gerade so wie das Ich in der menschlichen Seele. Nun kommt aber das Wichtige. Doch darf nicht leuchte Kraft ergreifen schwere Macht. Wenn der Mensch schläft, so wird euch ohne weiteres klar sein, er hat getrennt sein seelisches und sein körperlich-leibliches. Er hat sie getrennt, da ergreift die Seele nicht den Körper. Aber auch wenn der Mensch wacht, so muss es so sein, dass zwar das Ich und der astralische Leib untertauchen in den physischen und ätherischen Leib, dass aber dennoch eine innere Absonderung, ein inneres Getrenntsein der Leuchtekraft und der schwere Macht besteht. Es darf nicht so sein, dass chemisch eine Komponente sich bildet aus der Leuchtekraft und der schwere Macht. Die müssen innerlich getrennt sein. Mechanisch dürfen sie sich nicht miteinander vermengen oder sich gar verbinden innerlich. Sie müssen nebeneinander in gleichen Räumen wirken. Die schwere Macht des Körpers hinunter, die Leuchtekraft der Seele hinauf. Deshalb ist der Satz wichtig. Doch darf nicht Leuchtekraft ergreifen schwere Macht. Und auch nicht schwere Macht durchdringen leuchte Kraft. Das ist nur der Gegensatz. Also es muss in der Realität, meine lieben Freunde, im Menschen das Vorhandensein, getrennt Vorhandensein, was unser äußere Sinneserkenntnis fortwährend vermischt. Wenn Sie den Menschen äußerlich anschauen in der Sinneserkenntnis, so ist das alles durcheinander. Und wenn der Mensch das wäre, als was ihn die gewöhnliche Anschauung sieht,
so wäre er immer krank. Der Mensch kann gesund sein, aber unsere Anschauung, unsere Sinnesanschauung vom Menschen ist immer die Krankheit. Man sieht den Menschen immer krank, aber das ist natürlich immer Maya, Illusion. Denn in der wahren Wesenheit darf der Mensch nie so sein, wie man ihn sieht. In der wahren Wesenheit darf nicht durcheinander gemischt sein Leuchte, Kraft und schwere Macht. Die müssen innerlich getrennt sein voneinander. Es darf also etwa nicht so sein wie beim Wasser, wo Wasserstoff und Sauerstoff eine chemische Verbindung miteinander eingehen und eigentlich für sich verschwinden. Das macht beim Menschen bloß die sinnliche Anschauung. Die hat die Abgeschmacktheit zustande gebracht, chemische Vorstellungen in sich hineinzutragen und den Menschen so anzuschauen, als wenn er eine Verbindung von Leuchte, Kraft und Schwere Macht wäre. Die sind getrennt und müssen getrennt bleiben. Wie wenn das Wasser so wäre, als ob Wasserstoff und Sauerstoff immer darin getrennt blieben, trotzdem sie ineinander sind. Dann fasset Leuchte, Kraft, die schwere Macht. Also geht wirklich Leuchte, Kraft in schwere Macht hinein. Dann fasset Leuchte, Kraft, die schwere Macht und dringet schwere Macht in Leuchte, Kraft. So binden in Welten irre Seele und Körper in Verderbnis sich. Die Verderbnis ist die Krankheit. Ich will das noch einmal sprechen. Schau in deiner Seele Leuchte, Kraft. Fühl in deinem Körper schwere Macht. In der Leuchte, Kraft strahlet Geistes Ich, in der schwere Macht kraftet Gottes Geist. Doch darf nicht Leuchte, Kraft ergreifen schwere Macht und auch nicht schwere Macht durchdringen Leuchte, Kraft. Denn fasst Leuchte, Kraft die schwere Macht und dringet schwere Macht in Leuchte, Kraft. So binden im Welten irre Seele und Körper in Verderbnis sich. Aus dem Vortrag Rudolf Steiners vom 9. Jänner 1924. Und weitere Wahrspruchworte für das Heilwesen hat Rudolf Steiner gegeben. Ihr heilenden Geister, ihr verbindet euch dem Sulfursegen des Ätherduftes, ihr belebet euch im Aufstreben Merkurs, dem Tautropfen des Wachsenden und Werdenden. Ihr machet Halt in dem Erdensalze, was die Wurzel im Boden ernährt. Das ist gewissermaßen dasjenige, was die Seele erwirbt, indem sie auf den Umkreis hinschaut, den inneren Sinn erwecken für das, was sie umgibt. Der Mensch kann dann antworten: Ich will mein Seelenwissen verbinden dem Feuer des Blütenduftes. Ich will mein Seelenleben erregen am glitzernden Tropfen des Blättermorgens. Ich will mein Seelensein erstarken in dem Salzerhärtenden, mit dem die Erde sorgsam die Wurzel pflegt. Und dann können wir heilend leben, den Worten: Erlebe das Feuer, du wandelst mit dem Sonnenwesen, Wärme. Erlebe die Luft, du wandelst mit dem Sonnenlicht, Licht. Erlebe das Wasser, du wandelst mit dem Sonnenwirken, chemischer Äther. Erlebe die Erde, du wandelst mit dem Sonnenleben.
und an Krankenschwester folgende Wahrspruchworte: Im Herzen wohnet in leuchtender Helle des Menschen Helfersinn, im Herzen wirket in wärmender Macht des Menschen Helferkraft, so lasst uns tragen der Seele vollen Willen in Herzenswärme und in Herzenslicht, so bringen wir das Heil den Heilbedürftigen durch Gottes Gnaden Sinn. Und es ist des Menschen Fähigkeit heute, durch Geisterkenntnis Gedankenkräfte zu entwickeln, die heilend wirken auf den Gedankenraum, der all uns Menschen verbindet auf Erden, und so heilend und gesundend wirken zu können auf seine Mitmenschen. Und zum Abschluss möchte ich widersprechen, die drei Strophen, die ich am Eingangs gesprochen habe, zum einen von Rudolf Steiner ein Spruch für die anthroposophischen Ärzte und dann die dritte und zweite Tafel aus der Hochschule. Es strömen an der Schwelle Sinnesdunkel und Geisteshelle zum Blendwerk ineinander. Dieses Blendwerks Abbild ist die Krankheit. In der Krankheit lebet der Hüter, Begegnung im Geist bewusst, Begegnung im Körper unbewusst. Die dritte Tafel: Ich trat in diese Sinneswelt, des Denkens Erbe mit mir führend. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod ersteht an des Weges Ende. Ich will das Christuswesen fühlen. Es weckt im Stoffes Sterben Geistgeburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Weltenwerden. Zum Abschluss die zweite Tafel. Erkenne erst den ernsten Hüter, der vor des Geistes Landes Pforten steht, den Einlass deiner Sinnenkraft und deines Verstandes Macht verwehrend, weil du im Sinnesweben und im Gedankenbilden aus Raumes Wesenlosigkeit, aus Zeiten Truggewalten des eigenen Wesens Wahrheit dir kraftvoll erst erobern musst. Vielen herzlichen Dank soweit zu einer ersten Betrachtung für das Heilwesen und den zukünftigen oder vielleicht teilweise auch schon gegenwärtigen Fähigkeiten des hygienischen Okkultismus und der Fähigkeit, uns über heilende Gedanken in der Gedankensphäre liebend hineinzuversetzen, um heilend in der Welt, für die Welt, die Menschheit und unsere Mitmenschen wirken zu können. Noch einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.